Okay, dann nehmt bitte Platz. Dass wir fangen können. Die jetzt noch gekommen sind, also da ist auch zwischen beiden noch zwei Plätze frei. Drin ist noch Platz. Aber ansonsten, wenn wir jetzt anfangen, leider haben wir die Kapazität hier nicht so, dass wir dann anfangen. Hätte das gute Zeit geben können. Hier ist noch Platz. Und zwei hier ist auch noch ein Platz. Genau, man kann auch von hinten mit manifestieren, alles ja, herzlich willkommen. Ich bin mega erfreut über euer riesiges Erscheinen, dass ihr Lust habt mit uns für Liebe und Frieden in der energetischen Welt Manifestation zu kreieren, damit wir diese Ebene auch auf diesem Festival mitnehmen, wo wir hier auch viel politisch, äußerlich mit Vorträgen und mental und emotional wirken, wollen wir ganzheitlich für Frieden und Liebe einstehen in dieser Welt. Und damit wollen wir beginnen, hier uns erstmal zu verbinden und aufzuladen mit Mutter Erde, dem Kosmos, unserem Herzen und der Verbindung mit den Mitmenschen. Und da heraus dann mit dieser Kraft, diesen drei Kräften, eine Friedenstraube zu manifestieren, die wir mit unseren Wünschen für Liebe und Frieden in der Welt aufladen. Und ebenso das Festival auch schützen und segnen mit einer Liebesmanifestation, als auch das in die Welt hinausschicken und in uns integrieren. Die Energiearbeit, da arbeiten wir mit dem Chakrensystem, wir atmen mit rhythmischem Atmen, Tönen und Vorstellungskraft. Wir leiten das an, das ist einmal Anna, Patrick und ich bin der Marvin. Wir sind vom New Earth Tribes Netzwerk, das ist ein Netzwerk von Gemeinschaften, die eine starke spirituelle, visionäre Ausrichtung haben, wo wir viel Innenarbeit, Energiearbeit machen und auch jedes Wochenende Seminare dazu. Wir haben drei Standorte in Burgen, in Koblenz an der Mosel, in Witten bei Dortmund und in Leipzig sind die drei Gruppen von uns. Wir haben auch Flyer ausgelegt, irgendwo auf dem Tisch da drüben, die könnt ihr euch dann auch gerne mitnehmen. Wir veranstalten auch ein Festival Ende August. So viel schon mal zu uns. Und dann würden wir jetzt erstmal anfangen. Also gibt es bis dahin noch Fragen? Na, ich habe eine Frage. Ich habe gelernt, wenn man eine Arbeit macht, zu lauter sprengen müssen? Ja. Legst du Wert darauf, dass wir das schützen, was wir erschaffen? Dass das geschützt ist? Weil es geht wirklich um die Kräfte, die gibt das seit Sieben. Da keine Verhältnisse. Ja, da achten wir schon drauf. Okay. Wir werden auch einen Schutz nochmal machen. Sonst noch Fragen. Also die Chakren wissen alle, also das Wurzelchakra ist hier unten zwischen den Genitalien und dem Anus. Das Sexual-Sakralchakra ist so ungefähr auf Bauchnabelhöhe. Das Solarplexus-Chakra ist hier, wo unten die Rippenbögen zusammengehen. Herzchakra hier oben in der Brust. Halschakra hier, Stirnchakra auf der Höhe der Stirn und das Kronchakra oben am höchsten Punkt des Kopfes. Nur schon mal als Info. Sonst noch Fragen? Oder wollen wir starten? Starten! Dann fängt. Aber was auch noch witzig ist, wer das Enneagramm kennt, also wir sind auch zufällig die Triade aus dem Enneagramm, die 3, 6 und 9 und sitzen auch deswegen extra in diesem Dreieck. Mal gucken, ob das auch noch irgendwas bewirkt. Auf jeden Fall mit Patrick als Handlungstyp mit der Erdung anfangen. Ja, genau. Dann bitte ich euch alle erstmal die Füße auf Boden. Oder die Bänke. Okay, da oder ankommen und chillen. Ja, natürlich. Aber das ist schon mal die Grundhaltung. Ja. Also geht es wirklich darum, aufrecht zu sitzen, eine demütige Haltung einzunehmen. Und vielleicht merkt ihr dann auch irgendwo in eurem Körper noch Widerstände oder dunkle Energien und irgendwie noch vielleicht eine schlechte Nacht gehabt, was auch immer, das wollen wir jetzt einmal loslassen. Deswegen tönen oder atmen wir gemeinsam jetzt gleich dreimal tief ein und seufzen und lassen alles mal raus, was jetzt quasi jetzt hier nicht uns dienlich ist für die ganze Zeit. Deswegen atmen wir jetzt einmal gemeinsam ein. Und lassen es raus. Ganzen Frust und Ärger und was auch immer. Nochmal einatmen.
Und auf die Bitten. Und auch. Und komm, aber alles zusammen. Dann kommen wir alle bei uns an. Wir richten unseren Fokus auf unser Wurzelchakra. Das ist schon benannt zwischen den Genitalien und dem Anus. Schlüpft mal rein. Gerne mit geschlossenen Augen. Und vielleicht spürt ihr dort eine Art Energiekugel. Rotes Licht. Und von dort aus lassen wir nun die Wurzeln in die Erde reinwachsen. Das heißt, wir atmen jetzt gemeinsam gleich wieder tief ein. Und bei dem Ausatmen lassen wir die Wurzeln weiter tief in die Erde hineinbringen. Wir atmen ein. Und ausatmen. Gerne mit tiefen Tönen. Wir atmen ein. Und noch mal. Vielleicht verbinden sich die Wurzeln auch schon mit euren Nachbarnwurzeln, bilden ein Geflecht. Wir haben noch mal ein. Nun atmen wir weiter ein und ziehen die Energie aus Mutter Gaia heraus, den Unterbewusstsein und laden es auf. Wir atmen ein. Oh. Einatmen, ziehen wir die Energie in unserer Schöpfung ein. Und atmen Dankbarkeit aus. Sie hier sein dürfen. Noch einmal. Letztes. Nun gehen wir eine Etage höher. Wir ziehen die Energie aus dem Wurzelchakra, aus der Erde, in unser Sakralchakra. Tönen es ein bisschen lustvoller aus. Wir atmen ein. Wow. Genießt diese Qualität der Energie. Schmeckt es. Noch mehr atmen ein. Wir nehmen das M, wir machen ein Riesen. Ja, bin alt. Schön. Einmal. Gehen eine Etage höher. In unser Solarplexus. Shit, für das Selbstbewusstsein. Kraft. Wir atmen ein und tönen dann kraftvoll aus, was in uns steckt. Wir atmen ein. Nochmal, es geht kraftvoller. Nicht lauter, aber kraftvoller. Noch einmal. Aus mit der Erde. Wir atmen noch einmal ein, tief einatmen und halten den Atem fest. Halten ihn. Halten ihn. Halten ihn. Und raus. Ja. Ich markiere weiter in Marvin. Verbindest du schon noch als Herz? Ah, okay. Gut, um das Ganze noch abzurunden,
ziehen wir die ganze Energie aus Mutter Erde in unser Herz hoch. Und stellen uns vor, dass dort ein riesiger Brunnen in unserem Herzen ist. Und wir füllen diesen Brunnen jetzt mit dem Wasser aus der Erde. Springen wir die zweite. Deswegen atmen wir ein und beim Ausatmen machen wir wasserartige Geräusche, um zu füllen. Blubbern dann Geräusche. Wir atmen ein. Und wir atmen. Ich spüre die Leichtigkeit. Wasser in euch. Und noch einmal. Am letzten Abend lassen wir das Wasser durch die Menge fließen. Unsere gemeinsamen Herzen da ein. Wie fliegt das auf, Katja? Und nun, nachdem wir uns mit der Kraft von Mutter Erde verbunden haben, unser Herz geerdet haben, in diesem Brunnen der Kraft, verbinden wir uns jetzt auch mit dem Kosmos, dem Licht, dem Kraft, dem Göttlichen, der Weisheit. Dafür richten wir unseren energetischen Fokus nach oben, Richtung Himmel. Wir spüren erstmal hinein, ob wir die Kraft, die Energie des Kosmos, des Himmels spüren können, wie es von oben runterschwingt. Spürt ihr die Lichtwellenkraft des Kosmos? Sei. Die wie von oben wie so ein Kraftstrahl hinunterkommt. Für diese Lichtkraft möchten wir uns im Kronchakra nun öffnen. Oben im Kronchakra, oben auf eurem Kopf, im höchsten Punkt. Versucht euren Kopf mal ganz gerade nach oben auszurichten, als wäre ein Paten an eurem obersten Kopf und würde euch nach oben ziehen, dass ihr ganz gerade ausgerichtet zum Kosmos. Auf eurem Kopf ist eine Blüte, eine verschlossene energetische, weißlich lichtvolle energetische Blüte, die verschlossen ist. Diese öffnen wir jetzt, um über die Blätter der Blüte die Lichtkraft der Weisheit zu empfangen. Dafür atmen wir ein, während wir die Lichtkraft empfangen. Beim Ausatmen öffnen wir die Blätter der Blüte. Wir tönen hohen sphärischen Tönen. Ich mach's vor, wir atmen gemeinsam jetzt ein und öffnen. Einatmen. Die Blüte öffnet sich ganz langsam. Und wieder nach oben einatmen. Über eurem Kopf wird es frei, die Lotusblüte dehnt sich, blättert sich aus und noch ein letztes Mal einatmen. Diese Lichtkraft und Weisheit werden wir jetzt hinunterziehen vor drittes Augechakra, Stirnchakra. Und das dritte Chakra steht für die Weisheit, die Vision, die Ausrichtung, die Zukunft, das Ziel. Und wir werden einen Om tönen, das ist die Silbe für dieses Chakra, um im Kopf uns zu öffnen, dass die Lichtkraft von oben einfließt. Wer hat eint?
Umgebung. Noch weiter oben runtersetzen lassen, Coach. Da. Oh nein. Und jetzt ziehen wir die Lichtkraft, ziehen runter unser Halschakra. Das machen wir schneller im rhythmischen Atmen, wirklich so pumpen. Was vor, ihr könnt einstellen. Wenn doch gerne die Hände fest. Ich auch den Hals frei für die Distra. Bis jetzt hin. Bunge auf. Wir kommen jetzt weiter hinunter zum Herz, den Weg frei. Lichtherzexplosion, ausatmen. Einen Moment nach. Ihren Schatz fühlst. Verbindung nach oben und unten. Eröffnung der Chakren. Was sich verändert hat. Dein Bewusstsein. Genieße dich, weite dich, liebe dich. Für die Liebe und die Verbindung, die nächste Liebe übergebe ich jetzt zu Anna. Wir widmen uns den Herzen nochmal ganz besonders heute, weil das ein Broad-Thinking ist, mit dem wir uns hier auf dem Festival alle gemeinsam verbinden können. Den heraus wir Liebe tragen, ist den heraus wir Frieden sein. Aus dem man raus die Menschlichkeit und Nächsten. Ben, see out. Und wir nehmen jetzt noch mal eine ganz weite Energie. Wer den Platz hat, darf auch gerne die Arme ausbreiten. Gut, den Gehirsch atmest. Also, wenn die Augen wieder aufmachen. Ja, ihr könnt die Augen einer wieder aufmachen. Und bleibt aber im Fokus bei euch. Schaut nicht an, wenn ihr es kauft. Und ansonsten bleibt im Fokus bei euch. Und nehmt die ganz weite, sanfte Energie beim Einatmen und füllt damit nochmal euer Herz. Und wir atmen ein. Und ganz sanft. Füllt euch auf mit Liebe. Und nochmal einatmen. Zieht die Liebesenergie von oben und von unten in euer Herz. So cool. Und ihr atmet nur mal ein und weiter zu Liebe. Und jetzt fangen wir an beim Ein- und Ausatmen, die
Liebe und Herzkraft auf dieses ganze Zelt auszuweiten. Wir atmen ein. Und atmen. Es wird noch ganz sanft, aber kraftvoll. Und mal. Spürt die Menschen um euch herum. Und wir fangen jetzt an, die Energie auf dieses ganze Feldgelände aufzuweiten. Alle Menschen hier zu spüren und mit einzubeziehen. Wir atmen ein. Spürt dieses Feld an Menschen. Wülze mit eurer Liebe. Und nochmal, einlassen. Wir gehen für Verbindungen. So nochmals, kraftvolle Verbindung. Oh, also. Und dann weiten wir es jetzt noch einmal auf das Musikgelände drüben, wo die Bühnen sind, wo die Stände sind. Da war dann schon sehnsuchtsvolle Musik. Nehmt all das mit rein, wir atmen ein. Spürt die Kraft ab. Wir sind alle kraftvoll, wir müssen all das mit eins bleiben. Ja, dann ein. Und nochmal, wir weiten uns. Und nochmal. Spürt die Herzen. Ja. Liedes beides. Bebet verbindet. Nächsten Liebe für uns alle. Und über das Gelände hinaus. Friedlich. Wünschlich. Einmal über das ganze Gelände. Und strahlt es aus. Oh. Jetzt geht mal aus an den Herzen, was wir aufladen wollen. Das nochmal auf dieses gesamte Gelände zu schicken. Uns damit eins zu hüllen und zu segnen, zu weiten und zu verbinden für dieses Festival. Für all die Dinge, die wir auf diesem Festival bewegen wollen, hat die Dinge reit. Wir atmen gemeinsam ein. Schicken jetzt all das aufs gesamte Gelände. Wir ziehen jetzt die Energie aus unserem Gruppenherz in unser Herz und schicken es dann raus. Wir atmen ein. Nehmt die Kraft aus dem Gruppenherz und einmal raus. Oh. Und nochmal. Kraft aus dem Gruppenherz. Oh. Und nochmal. Oh mein Gott. Und jetzt kommt eine neue Kraft. Ah! Ah! Ich staute aber Kraft von dir. Ah! 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 Und dann letztes Mal. Ah! Spür doch nächstes Mal. Okay. Ich lade euch auch ein, mit den Augen offen weiterzumachen, auch im Kreis umherzuschauen. Lasst uns diese intensive Erfahrung von Verbindung und Liebe gemeinsam und nicht nur jeder für sich alleine machen. Dann werden wir jetzt in unserer Mitte eine. Dann werden wir jetzt in unserer Mitte eine Licht. Friedens- und Liebestaube manifestieren, die wir dann auch nochmal in die Welt schicken werden. Und wir werden die Taube erst formen und dann gemeinsam mit Wünschen aus unserem Herzen heraus bewegen und ihr die mitgeben und sie dann nachher fliegen lassen und sowohl in uns fliegen lassen als auch in die Welt.
Und dann würde ich euch jetzt doch noch mal einen Moment bitten, die Augen zu schließen. Hören Sie dann wieder auf. Und stellt euch mal vor eurem inneren Auge eine kleine weiße Taube vor, wie sie hier in unserer Mitte sitzt. Und die Taube kommt aus so einem Lichtball heraus. Stellt euch erst diese Leuchtkugel vor, die in unserer Mitte ist. Und wer das mit offenen Augen kann, kann das auch schon mit offenen Augen machen. Aber sonst lasst sie noch einen Moment zu. Dieser kleine, goldene, strahlende Lichtball. Und aus dem heraus formt sich langsam eine weiße Friedenstaube. Und an, so ein bisschen sich zu bewegen, zu zucken, gurrt auch schon mal. Fängt an, ihre Flügel zu bewegen, sich zu strecken und zu recken. Ja, und dann öffnet mal die Augen. Schaut, wie sie in unserer Mitte ist. Seht das strahlende Weiß ihres Gefieders. Irgendwie leuchtet sie auch noch. Sie ist aus so einer Lichtkugel entstanden und dieses Strahlen umgibt sie auch noch und pickt hier so ein bisschen in der Mitte und läuft so ein bisschen von her. Ganz schön lebendig. Und diese kleine Taube eine unglaubliche Herzkraft, Lichtliebeskraft. Spürt auf die nochmal. Und in ihrem Gefieder, was sie immer mal wieder bewegt, aufspreizt, da ist so ein goldener Lichtstaub drin. Und diese Lichtkörner, dieser Staub, den werden wir jetzt mit unseren Wünschen belegen. Was wir der Welt wünschen und uns hier auf dem Festival wünschen. Und diesen Staub können Taube nach innen tragen und überall tragen. Und wir wollen alle gemeinsam diese Taube nach innen aufladen. Und dafür macht jetzt die Augen auf. Und ganz sanft erstmal Kraft aus unserer Chakren, aus unserer Mitte und schicken sie der Taube. Hast du Lust, das zu machen? Oder nicht die Taube? Da hat die Taube auch. Okay. Finden wir in uns den Punkt von innerem Frieden, Liebe, Selbstliebe, Nächsten. Bevor wir jetzt gleich in Sprache nochmal aussprechen, was emotional in uns ist, was wir an Liebe, Kraft und Frieden geben möchten, werden wir erst jetzt diese Liebe und Kraft und Frieden, der in uns ist, schon mal energetisch emotional der Taube geben. Dafür atmen wir in unsere Brust ein. Und werden dann beim Ausatmen dieses Wort tönend zu dieser Taube hinschicken. Wir fangen mit Frieden an. Wir haben unser Herz ein. Frieden. Denn einatmen. Liebe. Liebe. Wut. Einer. Weisheit. Hat jemand noch ein Wort? Weisheit. Okay. Einatmen Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Licht. Licht. Was war noch?
Nein. Dein Geist. Und Staatsball. Wie war das? Freiheit. Sie wollen keine Freiheit. Freiheit, okay. Einatmen. Freiheit. Und Sterbe noch mal. Und Sterblichkeit. Ich bin Bewogenheit. So ist das. Ganzheit, das finde ich gut. Einheit, das. Ganzheit. Ganzheit. Ewigkeit. Geld ist besser als ich. Ewigkeit ist besser tatsächlich. Dann noch Ewigkeit und dann übergebe ich wieder an Anna, wo wir dann zur Manifestationsbindung kommen. Ewigkeit. Und damit lade ich mich ein. Jetzt habe ich jetzt nochmal unsere Wünsche mitzugehen. Dass wir uns hier für dieses Festival wünschen, gemeinsam als Menschen, als Gruppe, als Gemeinschaft, als Menschheitsfamilie und auch, dass wir uns da Welt wünschen. Fingst du an? Ich bitte euch dann aus diesem Herzen dann auch positive Worte zu benutzen. Das Universum kennt kein Nein, kein sowas. Also kein Krieg oder sowas. Das wollen wir nicht. Wir wollen das Positive. Wir wollen die Lösung. Wir wollen das, was wir in die Welt bringen. Ja. Also in dem Ausdruck, da wird das Beziehung. Dann fange ich an. Ich feste. Dann schick bis dann der kleine. Sie schafft das alles. Ich wünsche mir, dass wir hier für die nächsten Tage einen Ort von Menschlichkeit, von Zufriedenheit, von Freude, Glück, Verbindung, von Netzwerk und von Netzwerkverbindung in Themen, die wir uns bewegen, schaffen können, wir dann mit raustragen können, wie dieses Festival zu Ende ist. Wie die Energie, die sich hier gesammelt und geballt hat, dann mit in die Welt tragen können, ob das sie weiter flüchtet. Am Ende sagen wir immer noch einen Teil dessen gemeinsam. Bis an Jastas. Auf das ist wichtig. Alle gemeinsam, und das schicken wir dir. Und das ist wichtig. Day. Ich wünsche mir für die Menschen, für alle Menschen auf der Welt, inneren Frieden. Eine größere Bewusstheit, weiter Bewusstsein darüber, wie wir konditioniert sind, was wir als Muster haben, diese auflösen können und dann Nächstenliebe, in Nächstenliebe sein können, in Selbstliebe und im Nächsten sein. Nahezu. Für inneren Frieden. Für inneren Frieden. Was wünscht ihr euch für die Welt, für die Menschheit, für den Frieden, für die Liebe unter den Menschen? Hier ist der Raum für euch, das zu teilen. Ich gehe für alle Menschen. Wir atmen ein und sagen Gerechtigkeit für alle Menschen auf dieser Welt. Gerechtigkeit für alle Menschen auf dieser Welt. Alle Lebewesen. Dann DPS. Hey, einen haben. Alle Lebewesen. Ich wünsche mir, dass alle wir
auf dem Gelände die Verbindung zum Innersten selbst, zu ihrem eigenen Innersten selbst wieder mehr aufnehmen, wodurch sie dann selbst diese innere Weisheit aufheben, die Energie und die Ströme wieder fließen. Dann sind wir alles dran ein. Also ich wünsche mir, dass die Verbindung zum Innersten selbst wieder entsteht. Ich wünsche mir die Verbindung zum Innersten selbst. Ja. Also, dass ja. Ich einer bin. Ich wünsche mir die Verbindung zum Innersten selbst. Nee. Ich Spaß mit und gegenseitiges Vertrauen ist sich selbst. Deswegen. Ich wünsche mir mehr Humor. Ich wünsche mir mehr Humor. Ich wünsche mir mehr Klarheit und Verbindlichkeit unter Anhalten. No. Kannst du noch einen kürzeren Satz machen? Dadurch daraus. Es geht nur eine Sache. Okay, klar, Verbindlichkeit. Ich will sagen. Ich wünsche mir Klarheit und Verbindlichkeit. Ich wünsche mir gewaltfreie Kommunikation. Ich wünsche mir gewaltfreie Kommunikation. Ich wünsche mir, dass die Menschen den Mut haben, ihre Masken fallen zu lassen und dass sie dich nicht verstellen müssen, sondern authentisch sein können und die Egos sozusagen zurücktreten, dadurch eine menschliche Verbindung möglich ist, die nicht euch so einsam, die nährt und befruchtet einander, dass wir hier Gleichgesinnte finden und gleich viele schwingende Leute und das sozusagen die ganze Welt erfasst. Authentizität authentische Verbindung. Mutiges sich zeigen. Mutiges. Also ich wünsche mir authentische Verbindung und mutiges Zeigen. Ja, vielleicht. Ich wünsche mir authentische Verbindung und mutiges Zeigen. Ich habe im Anschluss dazu. Ich wünsche mir, dass wir alles einfach so sein dürfen. Ich wünsche mir so sein dürfen. Ich wünsche mir so sein zu dürfen. Ich wünsche mir, dass die Lich. Ich wünsche mir, dass die Lich. Feste wird sicher. Rakshimada. Ein neues Schwingungsleben zu halten beim Nektar. Ich wünsche mir, dass wir uns mehr fühlen. Ich wünsche mir, dass wir uns mehr fühlen. Ich wünsche mir Gesundheit, Schönheit und Güte für alle Menschen und Lebewesen. Fabia, wo ist denn? Gesundheit, Schönheit und Güte. Okay. Ich wünsche mir Gesundheit, Schönheit und Güte. Alle Wesen. Alle Wesen. Ich wünsche mir Freude in den Herzen. Ich wünsche mir Freude in den Herzen. Ich wünsche mir Freude in den Herzen. Die Pillen. Dann haben wir die Taube mit ganz vielen Wünschen aufgeladen und mit dieser sprudelnden Herzkraft können wir sie dann so langsam losschicken. Und dafür schicken wir ihr jetzt nochmal
nochmal gemeinsam energetisch diese sprudelnde Herzkraft, damit sie sich auch hier vom Boden lösen kann. Wir atmen dafür einmal gemeinsam ein. Schicke hier mit einem Ah, dieser Herzkraft. Ah. Und nochmal. Ah. Und nochmal. Und schwebt sie schon so langsam rot. Und jetzt gehen wir in das Umu und geben sie weiter in den Wind. Wir atmen gemeinsam ein. Okay, und nochmal. Und alles ist meine. Mit einem ganz, ganz weiten A schicken wir sie dann einmal raus in die Welt, dass sie diesen Gifterstaub, in dem sie all unsere Wünsche aufgenommen hat, über das ganze Festivalgelände, aber auch über die ganze Welt verteilen kann und tragen kann. Stellt euch wirklich vor, wie sie dann über unserem Gelände fliegt und losschwebt. Wir atmen gemeinsam ein. Mit einem A aus. It was once a tall, better shelf of the pond, and not mine. Und jetzt geht jeder nochmal in euch. Ihr spürt nach, was ist Nacht, wenn wir als Gruppe hier solch eine energetische Taube fliehen lassen. Was bewegt euch dazu? Was berührt euch dazu, wenn wir uns so verbinden? Und dann lauscht nochmal in euch und spürt rein. Wow. Taube ist auf und ins, könnt ihr sich flattern fühlen in euch, in eurem Herzen, die sich zuckt und geht und auch da sich bewegt im Durf. Vielleicht könnt ihr auch spüren, wie kraftvoll sie in euch eure Schwing, ihre Schwing bewegt und vielleicht ihr eure Arme. Könnt ihr spüren, wenn sie jetzt über uns schwebt, wie auch ihr fliegen könnt in euch, vielleicht mal eure Schwingen ausbreitet. Spürt, wie der Wind durch eure Federn durchfließt. Eure Finger zu Federn werden. Ja, ich habe auch viele Finger, aber ich sehe nicht. Andere aber auch nicht. Ja, wie viel sind diese Taube? Versuch's mal hier. Damit kommt gerne wieder hier ins Kreis. Ich übergebe an Marvin. Ja, wir werden das Manifestierte in uns das nochmal kurz erden. Und dann ist die Manifestation 2. Das kündige ich dann nochmal an. Aber wir erden uns, indem wir nach oben einatmen und in hohen Tönen anfangen. Und dann dabei mit den Händen so durch unseren Körper nach unten gehen und immer tiefer werden. Ton. Dann tiefen Ton in die Erde gehen. Okay, wir atmen gemeinsam nach oben ein. Dann war alles weit. Vielen Dank, dass ihr mit uns hier mutig für Frieden, Liebe einsteht, geht, euch bewegt, manifestiert, erschafft. Ich freue mich auf das Festival. Jetzt hoffentlich ein. Da bin ich mir sicher.
Wir haben einen tiefen, kraftvollen Grundstein für dieses Festival gelegt, dass wir jetzt wirklich auch was bewirken in der Welt, dass endlich die Konflikte aufhören, Liebe, Frieden in der Welt, der blüht durch uns, unser Bewusstsein. Danke. Ich glaube, wir haben theoretisch noch also 10 Minuten. Ich würde den Raum jetzt aber aufmachen. Wer schon gehen will, kann gehen. Also Energiearbeit und Manifestation ist vorbei. Aber wer noch Lust hat, Feedback zu geben oder noch Fragen zu uns und unserer Gemeinschaft oder unserer Bewegung zu stellen, ist ja auch noch ein bisschen auf. Ansonsten am Samstag um 17 Uhr. Ja, okay. Samstag um 17 Uhr sind wir hier nochmal auch im Workshop-Space und stellen unsere Vision unseres Netzwerks und unserer Gemeinschaft vor. Wir erzählen nochmal, wie wir glauben, wie der Weg zu 17:30 Uhr. Samstag 17:30 Uhr sind wir nochmal hier und stellen das nochmal tiefer vor, uns und unsere Vision, wie wir für Frieden, inneren Frieden einen Weg sind. Wahrscheinlich. Fitzen nach. Alles hin. Ja. Und gut, Lars. Wie wunderbar. Oh, genau, jetzt ist noch 10 Augen für Feedback oder Fragen zu uns.